Hey ihr Brüllaffen, willkommen zurück zu Sekiro Shadows Die Twice. Es geht weiter hier im Wald, nachdem ich wieder mal so einen ekelhaften... Oh nein, da ist er immer noch. Warte mal, ist das jetzt ein anderer oder ist das derselbe wie eben? Sind das jetzt hier so Trash-Gegner, so Standard-Gegner, die immer wieder kommen? Oh mein Gott, da steht er, echt jetzt. Oh, ich habe keinen Bock auf den. Ich habe so keinen Bock auf den Typ. Nee, lass mal. Hier, die Kürbisflasche, die habe ich letztes Mal schon gesehen. Melierte lila Kürbisflasche. Ein kurvierter, melierter lila Kürbis, der mit Heilwasser gefüllt ist, füllt sich beim Rasten wieder auf. Reduziert die Ansammlung von Grauen-Status und erhöht den Widerstand gegen Grauen. Ja, irgendwie ersetzt das jetzt das Pulver, oder wie? Die verdrehte Form des Kürbisses entstand bei der Verwendung in Gräbern, auf von Leichen gesäumten Schlachtfeldern und an anderen Orten des Todes. Als Folge verhindert das Trinken des erhaltenen Wassers die Entstehung von Grauen. Ja, nicht schlecht. Und wir haben... Oh, der hat Schatzkarpfenschuppen, jetzt ernsthaft. Und Drachenquell Sake, kostet 1000. Eine Flasche voll kristallklarem Sake. Sake ist zum Teilen da. Einer der besten Sake, gebraut vom Ashina Braumeister mit Wasser aus dem Drachenquell. Das reine Wasser extrahiert jeglichen Geschmack aus Ashinas bestem Reis. Worte werden dem Geschmack nicht gerecht. Um ihn zu verstehen, muss man ihn probieren. Und Adamantitschrott. Ja. Der ganze gute Kram ist jetzt hier. Warte mal, ich werde mal was verkaufen. Das scheint mir ganz vernünftig zu sein, da ich eh viel zu viel habe. Göttliches Gras, naja gut. Nee, das verkaufe ich auf keinen Fall. Das auch nicht, das ist zu wertvoll, glaube ich. Akkuskonfekt. Ja, es ist halt alles... Hier der rote Klumpen, okay. Knallsaar. Oh, die darf ich auch nicht verkaufen. Davon gibt es viel zu wenige. Ich könnte das Gold verkaufen, aber das wäre halt ziemlich doof. Was? Ich habe davon 4000... Also ich habe 4000 Gold. Alles klar. Und ich kann auch die Materialien hier verkaufen. Aber davon habe ich schon ein paar, ne? Adamantit... Nee, das ist viel zu wertvoll. Hier, schwarzes Schießpulver kann ich für 20 sogar verkaufen. Ja, kann man ein bisschen was zusammenkriegen, ne? Aber das kommt eigentlich ziemlich gut in der Kanonenfestung. Das kann man da ziemlich gut farmen. Wenn man dann möchte. Ja. Ich überlege gerade, weil ich hätte das gerne und ich hätte das hier gerne. Wollte ich mir erstmal so eine Schatzkarpfenschuppe, ich hätte auch gerne den Sake. Warte mal, habe ich jetzt zufällig 7 Schuppen? Leute, wir holen uns jetzt erstmal die, ja, diesen Teil der Maske. Und zwar im Hirata-Anwesen. So, das habe ich ja schon mal gezeigt. Oh Leute, das ist so gut. Ach ja. Ach, wenn ihr das seht, heute ist Samstag. Ja, unsere Tochter kommt hoffentlich morgen oder übermorgen nach Hause. Sie hatte ein paar Probleme mit dem Atmen. Ja, so ein bisschen Feedback, also würde ich ja geben. Ich meine, es ist jetzt nicht relevant für das Let's Play. Was? Okay. Aber es haben ja schon ein paar nach dem Namen gefragt. Leute, bitte nehmt das nicht persönlich, aber wir möchten den Namen leider nicht preisgeben. Das ist was Privates und ich möchte das Kind, soweit es geht, jetzt raushalten. Zumindest die private Identität. Ich habe ja schon ein paar Mal was darüber erzählt jetzt hier, aber das ist halt nur, weil ich so stolz bin, wisst ihr? Aber ja, wie gesagt, das war es dann auch damit. Seid nicht böse. Ich weiß, einige von euch sind da sehr erpicht drauf. So ein bisschen was. Moichi. Aber ich möchte das ungern weitergeben. Also, wir möchten das nicht weitergeben. So, Maskenfragment. Ja, die Maske muss in mehrere Teile zersprungen sein. Und dieses Fragment scheint die rechte Seite zu sein. Ich möchte mal so nochmal mit ihm reden. Ah, kann ich. Was? Was? Du willst ein Karpfen werden? Okay. Achso, und ihr habt mir gesagt, wie ich den Typen verschwinden lasse. Das kann ich mal machen. Kotaro. Ja, ich kann leider eh nichts mehr für ihn tun. Ich hab's verkackt mit dem Windrädchen. Das hebe ich mir dann fürs New Game auf. Und da werde ich dann auch ein 100%-Ding draus machen. Vielleicht sogar ein Guide, wer weiß. Obwohl ich mich noch nicht so weit sehe, dass ich einen Guide machen könnte, weil ich habe immer noch nicht alles entdeckt. Bei weitem nicht. So, das ist der Senpo-Tempel. Genau. Naja, vielleicht werde ich es auch nochmal für mich durchspielen und dann... Ja, ich könnte es ja auf PlayStation noch durchspielen, fällt mir gerade ein. Ich habe es ja für PlayStation und PC gekauft. Von dem her...
Schauen wir mal. So. Aber ich finde es halt einfach, ja, ich mag PlayStation sehr gerne. Nur ist es da halt von der Ladegeschwindigkeit hier nicht so schnell wie PC, ne? Muss man mal ganz klar sagen. Das ist für mich der einzige Unterschied. Ansonsten sieht es ja fast gleich aus. Oh, Ninja Skills. Ich wollte gerade mal ein bisschen... Oh, er ist krank. Ich habe ihn krank gemacht, weil ich ihn recht oft gestorben bin wahrscheinlich. Kotaro. Oh. Mina. Oh, ich hab's gerade... Oh nein, Kotaro hat sich auch angesteckt. Mina. Oh nein, Kotaro! Was habe ich getan? Aber er wollte es doch. Er wollte doch auch verschwinden, Leute. Oh nein. Ja. Ach, Kotaro. Ach, Kotaro, du armer Kerl. Tut mir echt schon ein bisschen leid, ne, um ihn jetzt. Hä? Die habe ich doch schon längst gefunden. Okay, ich habe noch was gelesen. Verborgener Wald, nee, Giftbecken. Ja, dass es hier wohl noch anderswo rausgeht. Und, ja, da finde ich noch ein paar Sachen und... Irgendwie habt ihr das immer so komisch erwähnt, die verlassene Höhle in Anführungszeichen, ist hier etwa nicht verlassen oder wie? Diese Höhle hier. Wo war das jetzt nochmal? Ach hier. Ist da etwa noch mehr drin, als man denkt jetzt, ja? Für mich sieht das schon sehr leer aus, ehrlich gesagt. Mir ist ein bisschen unheimlich, ehrlich gesagt, das ganze Blut hier. Hier noch mehr, als man meinen könnte. Soll ich mich dafür lesen? Ich habe nämlich, wie gesagt, die Kommentare gelesen und da stand drin... Dass es hier noch was gäbe? Hier könnte man irgendwo noch anders raus. Vielleicht da oben? Nee, da ist dicht. Boah, meine Fresse, ist das creepy hier. Alles so riesig groß und leer. Ach, da oben ist was. Oh, lass mich raten, da komme ich nicht hin, hä? Nee, ich sehe da keine Möglichkeit hinzukommen. Nee, tut mir leid, ich glaube nicht, dass ich da jetzt so hochkomme. Aber später vielleicht. Und dann wird vielleicht auch noch was anderes passieren. Da war so ein Äffchen eben. Wo ist denn das Äffchen? Na, wie gesagt, hier wird es nicht gehen. Ach ja, und bitte unterlasst solche Spoiler. Ich weiß jetzt nämlich zum Beispiel mit den Kopflosen hier auch noch was. Dass es da noch mehrere gibt. Das möchte ich doch selber rausfinden, Kinder. So, dann gehe ich nochmal ganz kurz, hier, zum verlassenen Verlies. Da gibt es nämlich auch noch einen Händler und der verkauft mir das andere Maskenteil für 5000 Zen. 5000. Das ist nicht wenig. Aber ich muss das wohl haben, ich weiß nicht. Ich will alle haben. Ich will alle Drachenteile haben, der Maske. Vielleicht sind es ja nur die beiden, links und rechts, dann habe ich sie jetzt schon. Ich meine zumindest, dass es 5000 waren, oder? Hier, 5000, ja. Maskenfragment Drache. Ein Fragment der alten Maske eines Tänzers. Die Maske muss in mehrere Teile zersprungen sein. Dieses Fragment scheint eine Art, also Dekoration des oberen Teils der Maske zu sein. Mhm. Und sonst hat er nichts mehr. Das ist das Letzte, was er noch hat. Da, so, 500. Zack, und ich habe das Maskenstück. Geil. Jetzt gehen wir noch woanders hin, weil ich war ja noch bei einem anderen Händler. Ihr wisst das ja noch. Nach Shugendo. Oh ja. Der hat auch noch viele Sachen. Es ist halt immer so ein bisschen... Ja, ich weiß. Es, ich finde es auch ein bisschen redundant, dass man jetzt hier... Dass man Geld ausgibt, um Geld zu bekommen. Also diese Geldsäckchen. Aber das ist halt das Einzige, womit wir unser Geld so ein bisschen aufbewahren können.
So, weil der hat auch noch ganz viel, nämlich Magnetitschrott und fünffarbiger... der ist aber neu, oder? Ein Kürbis mit fünffarbigem Reis, mit dem Shinobi auf dem Boden... Was? Ach so, das Markierung auslegen. Ach so, das war das. Ja, ja. Ja. Damit kann ich Sachen markieren. Weiß auch nicht, ob ich das nochmal brauche. Der hat nur den Magnetitschrott, den ich gerne hätte. Dann machen wir das mal so. Hä? Ja. Jetzt geht's. Was war das denn gerade? So. Drei schwere Goldbeutel oder Geldbeutel da noch. Dann holen wir uns die, wenn ich da das Geld zusammenkriege. Ja. Und auch wieder in den vergessenen Wald wieder. Was war das denn eben? Nee, Tiefen von Ashina. Dorf Mibu. Oha, ein ganzes Dorf. Das hört mich jetzt so ein bisschen an Bloodborne. Wahrscheinlich ist es wirklich so ein böses Dorf. Aber ja, wie geil, Leute. Es gibt da so viel zu entdecken hier einfach. Das ist fantastisch. Fantastisch. Hey. Oh nein. Was habt ihr denn für Schmerzen? Asche hat er? Ah, sind das alles Zombies oder was? Ich habe nicht gerade viel Zeug. Oh ja, die stehen wieder auf, ne? Achso, und auch noch gute Tipps habe ich vom Sense bekommen übrigens. Sensation. Und zwar, danke mein Lieber erstmal. Am besten ist es wirklich, ihr nehmt erst den Eigentumsballon, dann droppen die Gegner mehr Zeug und am Ende... Oh, Fettwachsklumpen. Bevor... Warte mal, ich muss ganz kurz mal ein bisschen eruieren. Am Ende, bevor ihr alles einsammelt an Gold, müsst ihr nochmal den Goldballon nutzen. Das wäre dann so am effektivsten, sagte er. Ein Hundchen hier. Dieser Penner. Böse Hundchen. Ist dieser violette Arsch da unten, der will mich jetzt wahrscheinlich nicht mehr in Ruhe lassen, hä? Was lacht denn da so dreckig? Ich hasse das Dorf jetzt schon, Leute. Da wirft er jetzt echt die ganze Zeit hier Kram rum? Oh ja. Oh, du Penner. Deine Lebensenergie lädt sich wieder auf. Das ist ja geil. Du bist doch vielleicht ein Schweinebär. Oh, Schatzkarpfenschuppe. Oh, ich hasse diese Typen, ne? Das sind solche Schweine.
Na komm, du Penner. Ich sag's so, ist mir doch egal. Das ist zwar voll feiger, aber ist mir ja wurscht jetzt. Das ist mir so wurscht. Blöd, Mann. Blöder Penner. Ich hasse diese Typen. Boah, sind die scheiße. Den mache ich jetzt nicht nochmal, Kinder. Den mache ich jetzt nicht nochmal. Warum ist der so kacke schwer? Bitte. Oh, so, jetzt erstmal ein bisschen beruhigen. Was nehme ich denn hier? Der Übersprung, das hatten wir schon mal, den wollte ich eigentlich nicht. Aufsteigender Karpfen vielleicht. Über erfolgreich parieren für den Schaden für die Haltung erhöht. Ja, nehmen wir das, komm. Ist ja wurscht. So, was haben wir hier noch? Gewährt die latente Fähigkeit Hauch der Natur Licht. Stellt nach jedem erfolgreichen Todesschlag Haltung wieder her. Der Ashina-Stil kennt Techniken für den Kampf gegen große Überzahl von Gegnern. Oder für eine große Überzahl. Nach dem Tod eines Feindes, ja, muss man nicht ausatmen. So, der Doppel-Ichimonji, das ist eigentlich ziemlich geil. Glaube ich. Ah. Wuchtichimonji. Alles klärchen. Gut, dann gehe ich nochmal durch dieses tolle Dorf Mibu. Ich find's hier total scheiße. Dauert, bis die halt mal sterben, ne? Aber hey, die Typen sind so einfach, ich glaube, die kann man einfach mal öfter abmetzeln. Oh, guck mal da. Oh, du blöd Mann. Ich sag mal. Alter, wie viel kommt denn dann noch? Unendlich wohl, hä? Da, du Scheiße. Das sind Zombies. Das ist ein Dorf voller Zombies und die kommen einfach mal immer wieder. Es wird immer besser. Aber hey, cool, unendliche Erfahrungspunkte. Oh, krass.
Das hört halt echt nicht mehr auf, du. Was ist mit dem Dorf hier bitte geschehen? Oh, da kommt noch viel mehr. Was haben die denn da aufgehangen? Beruhigungsmittel, oh ja. Na komm, reicht's? Immer noch nicht, ne? Alter Schwede, wie viel sind das denn noch? Jawohl. Unglaublich krass viele Gegner hier kommen. Oh, mit dem kann ich reden mal wieder. Oh nein. Du bist kein Korb, mein Freund. あんた、まともな人かい?あ。よかったよ。あんたはまともなお人だよ。あんた、何か聞きたいことがあるのかい?ただ、すまねえが。 Okay, was mit dem Dorf? この村はどうなっている?オラにもよくわからねえ。気づいたらみんな 喉が渇いてたくさんお酒を飲んだからな。きっとそれで吐いちまったんだ。神主様が時々お酒を振る舞ってくださるんだ。ただな、お酒を飲むと喉が渇いちまう。酒樽はすぐ空になる。仕方なく皆 Alles klar, also sind die alle durch das Wasser so geworden, ja? Kono mura no mono tachi dou natte iru? Wakaranai. ただ、みんな火を怖がる。 頭がぼーっとしてる時は、オラもそうだった。 あのなかなか消えない火、 今思い出しても、ゾッとする。 消えない火? 漁師の犬彦のやつが、松屋にを燃やして、家に立てこもってたんだ。 あいつの松屋には長く燃えるからな。 全く忌々しい。犬彦は村の花つまみものだ。獣の肉など食いやがる。だから神主様もあいつにはお酒をあげないのさ。その犬彦の家はどこだ?池の向こう側さ、どん詰まりに犬彦の家がある。神主とは? 神主様はこの村で一番偉いお人だ。川沿いに遡った先、水源に近いお社にいらっしゃるぞ。
Interessant. Das verstehst du falsch, du bist der Korb. Wow, diese Typen geben echt nicht auf. Komm ich jetzt wieder hier raus? Da. Hier sind halt echt überall diese Untoten. Lotzer. Aha. Aber gut zu wissen, dass sie Feuer nicht so mögen. Oh wow, da ist jemand auf dem Dach. Was ist das denn? Das ist noch mehr Schlangenhaut, Leute. Einfach zu viele. Um sie alle zu erledigen, sind es einfach zu viele. Oh, da sind die Dicken wieder. Die Dickerchens. Oha, wie sieht es denn hier aus? Guck mal, der Baum. Da! Alter, was? Los! Oh, hoppe! Nein, das ist voll unfair! Alter Schwede! Nein, nein, nein! Diese Scheiß Untoten. Oh Gott, was? Oh Gott, muss alles zu mir fliegen. Brrr. Du Schwein! Oh mein Gott, was ist denn mit diesem Dorf hier los? Wieder so ein Glockenheini. Kennen wir doch alle schon. Dafür bitte verantwortlich. Okay, Leute. Ich mach mal Schluss. Ich mach mal Schluss. Das ist gerade sehr verwirrend und sehr gruselig. Ich habe gerade gar nicht auf die Zeit geachtet. Lasst mir ein bisschen Liebe da und schaltet wieder ein zu Sekiro Shadows Die Twice. Wie gesagt, nicht liken vergessen. Kommentieren und so, ne? Macht's gut. Tschüss.